sollen in Zukunft auch Beamte und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen? Ich bin der Meinung, dass das richtig ist. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine Kasse für alle Werktätigen in Deutschland brauchen, egal ob die Angestellte, Beamte, Minijobber auch Selbstständige sind, weil die große Masse macht dann letztendlich auch tragbare Beiträge und ist ein Akt der Solidarität. Ja, das sollte so sein. Alle. Vielen Dank für diese Frage. Ich denke, jeder sollte in die Rentenkasse einzahlen. Und wenn man es mit dem Klimaschutz beispielsweise verbindet, wenn Sie jetzt CDU, FDP oder SPD wählen, wird es bis 2050 216 Millionen Klimaflüchtlinge geben. Und einige davon werden auch zu uns kommen. Also wir brauchen uns um unsere Renten keine Sorgen zu machen. Und wenn Sie die Partei wählen, schon mal gar nicht. Unbedingt. Wir sollten bei der Rente brauchen wir sowieso grundlegende Reformen. Ich halte das ganze Beamtentum für super reformbedürftig. Angefangen bei den Pensionen bis hin zu der Frage, wer überhaupt verbeamtet sein sollte. Insofern klares Ja. Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich bin nämlich tatsächlich als Beamtenkind aufgewachsen. Meine Eltern beide Beamte, meine Mutter Lehrer, mein Vater war im Nachrichtendienst. Und ich habe mir immer schon als früher schon die Frage gestellt, warum muss ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, eigentlich so viel in die Rentenkasse und so weiter einzahlen und warum müssen meine Eltern das eigentlich nicht? Das hat natürlich einen rechtlichen Hintergrund, weil es sind ja Staatsbedienstete, die natürlich vom Staat auch bestimmte Vergünstigungen bekommen, weil sie ja auch in der Regel etwas weniger verdienen, zum Beispiel als in der freien Wirtschaft. Aber dennoch glaube ich, dass unsere große Rentenlücke, die sich auftut, nur dann geschlossen werden kann, wenn alle Menschen in einen Topf einzahlen, egal wo sie arbeiten. Auch Selbstständige zum Beispiel könnten in diesen Topf einzahlen. Das würde natürlich für uns alle bedeuten, vor allem für Sie, sind ja eine jüngere Generation, dass Ihre Rente vielleicht ein kleines bisschen sicherer wird, als es jetzt aussieht. Also grundsätzlich ist das Rentensystem absolut reformbedürftig. Das gilt übrigens schon zu einer Zeit, als ich so alt war wie Sie. Da war das nämlich genau das Gleiche, dass man eigentlich genau wusste, dass immer mehr ältere Menschen da sind und die auch immer älter werden. Das ist ja auch schön, dass wir länger leben. Das bedeutet aber auch im Dreisatz, dass wir nicht sagen können, wir ändern nichts an dem Renteneintrittsalter, wir ändern auch nichts an dem Rentenbeitrag, wir lassen alles gleich und das funktioniert. Das ist eine Lüge und deswegen müssen wir uns da grundsätzliche Gedanken machen. Wenn es am Ende dazu führt, dass wir ein einheitliches Rentensystem bekommen, hätte ich nichts dagegen. Im Beamtenrecht ist es allerdings ein bisschen schwieriger, ob das funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Erklären Sie uns anhand der vorliegenden Tabelle, wie Ihre Partei die Umverteilung der Steuern begründet. Ist es in Ihren Augen fair, die Steuern für reiche Leute zu senken und die kleinen und mittleren Einkommen kaum zu entlasten? Also Thema Steuern und Umverteilung. Erstmal möchte ich hier ganz deutlich sagen, ich bin Gegner vom Umverteilungsgedanken und ein großer Freund von Leistungsgerechtigkeit. Ich finde, wir haben eine völlig falsche Debatte und eine völlig falsche gesellschaftliche Ansicht und zum Teil eine riesige Neidkultur. Was mir immer wichtig ist zu sagen, die FDP möchte vor allem erstmal niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Das ist auch der allererste Schritt, den wir in Regierungsverantwortung umsetzen wollen. Und ja, wir sind auch der Meinung, dass höhere Einkommen entlastet werden müssen. Weil wir müssen uns fragen, wo sollen denn Investitionen in die Zukunft herkommen? Wer soll denn in den Klimaschutz investieren? Wer soll in die Digitalisierung investieren? Es sind Unternehmen, es sind Menschen, die auch zum Teil Vermögen haben. Und auch diese Menschen, die wollen wir zum Investieren motivieren. Und wir glauben nicht, dass das nur staatliche Aufgabe sein kann. Naja, die Frage ist insofern nicht ganz richtig gestellt, als dass wir ja nicht die Steuersätze für Reiche per se senken wollen, sondern wir sagen einfach, die Belastung der Bevölkerung, was Steuern angeht, ist eigentlich an der Grenze angekommen, die man nicht weiter überschreiten sollte. Das bedeutet natürlich, wenn man Steuersätze senkt, dass einer, der mehr Steuern zahlt, auch dann weniger, sozusagen mehr weniger bezahlt, als einer, der gar keine Steuern zahlt. Wichtig ist aber, dass wir auch bei dem Grundsteuerfreibetrag etwas tun wollen, dass wir speziell etwas für Alleinerziehende tun wollen und damit auch die unteren Einkommensklassen deutlich abfedern wollen und vor allen Dingen Familien entlasten wollen. Also ich kann zu dieser Tabelle nichts sagen, die müsste ich selber nachprüfen. Meines Wissens steht diese Partei, unsere Partei, dafür da, dass also leistungsgerecht besteuert wird und auch leistungsgerecht Einkommen erzielt werden. Wenn man über Steuerentlastung redet, dann kann man natürlich nur diejenigen Steuern entlasten, die tatsächlich auch Steuern zahlen. Wer jetzt schon keine Steuern zahlt, profitiert natürlich nicht von Steuerentlastung. Was wir in diesem Land brauchen, sind also schlichtweg Leistungsanreize, die die Leute auch befähigen, wie beispielsweise Start-ups zu gründen wie in anderen Ländern, dass diejenigen, der etwas auch dann für seine Leistung belohnt wird. Also die SPD möchte Familien entlasten, Familien mit mittleren und kleinen Einkommen entlasten. Das sieht man hier eindeutig, dass die Menschen, die ein Bruttoeinkommen bis 40.000 Euro haben,
bei der SPD am allermeisten entlastet werden. Die Leute mit dem Einkommen bis 20.000, also brutto per anno, kann man durch 12 teilen, wie viel das denn ist, kriegen immer noch 3.000, die hohen Einkommen, und die richtig hohen Einkommen zahlen sogar drauf. Damit entlastet die SPD am meisten die Geringverdiener, neben den Linken. Das ist jetzt nicht weiter verwunderbar. Aber ich glaube, auch im Gegensatz zu den Linken steht bei der SPD dahinter ein System und eine Idee, wie ich das entsprechend finanziere. Von daher geht es darum, kleine und Geringverdiener zu entlasten. Und das tut die SPD hier eindeutig, wie man es hier sieht. Ja, wir stellen uns da ja mit der SPD und den Linken also ein bisschen in eine Richtung da, auch wenn die Linken da noch sehr viel weiter gehen als wir. Wir möchten natürlich, dass die höheren Einkommen mehr besteuert werden, weil das ist für die in der Regel auch gar kein großes Problem. Und wenn sie jetzt über 1 Million Euro im Jahr verdienen zum Beispiel, können sie auch ruhig ein paar mehr Steuern bezahlen. Das wird ihnen ja nicht wehtun. Und ich glaube auch nicht an das Märchen, dass dann die starke Wirtschaft unser Land verlässt. Das war bis jetzt noch nie so, das glaube ich auch nicht. Deutschland hat viele Standortvorteile, die dadurch definitiv nicht so sehr geschmälert werden, dass alle fluchtartig hier das Land verlassen. Und ich finde, man kann ruhig von ganz oben nach ganz unten ruhig ein bisschen was abgehen. Das fördert ja auch den sozialen Zusammenhalt natürlich. Und die Spaltung von Deutschland in Arm und Reich wird immer größer. Und das wissen wir ja auch alle. Und da müssen wir ein bisschen was gegen tun. Wir sind für ein Existenzmaximum. Wir möchten Vermögen ab der 7. Null kappen, also ab 10 Millionen Euro. Und von den 1%, die dieses Vermögen haben, auf die restlichen 99% Unterschicht umverteilen. Herzlichen Glückwunsch, ihr gehört dazu. Soll der Mindestlohn angehoben werden? Zweischneidige Sprache. Ich bin selbst an dieser Stelle nicht so hundertprozentig klar. Natürlich ist es sinnvoll, dass jeder von seinem Einkommen, was er verdient, auch leben können sollte. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass es einzelne Tätigkeiten gibt, beziehungsweise Menschen mit bestimmten Handicaps, die leider nicht die Leistung, die dann auch entsprechend bezahlt wird, erbringen können. Ja, steht ja auch so in unserem Wahlprogramm, der soll angehoben werden. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel viel mehr Geld in die Rentenkasse eingezahlt wird, dass Menschen mit geringem Einkommen besser dastehen, sich mehr leisten können, mehr Teilhabe an unserer Gesellschaft auch bekommen, was ja auch sehr wichtig ist. Je weniger man verdient, desto mehr fühlt man sich ja auch ausgeschlossen von allem, und das möchten wir gerne ändern. Ich glaube, das sollte keine politische Frage sein. Es gibt die Mindestlohnkommission, die gegründet worden ist, und ich glaube, es ist besser, wenn Experten aus verschiedensten Bereichen darüber entscheiden, wo ein Mindestlohn liegt, als irgendein Kanzlerkandidat, der sich mit einem netten Bild ablichten möchte und eine schöne Zahl irgendwo hinschreibt. Das sollten Experten entscheiden, nicht die Politik. Vielen Dank für diese Frage. Wir sind für einen Mindestlohn von 12 Euro, allerdings nur für 14-Jährige. Alle anderen sollen bitte anständig bezahlt werden. Der Mindestlohn muss eigentlich wie alle anderen sozialen Fragen jährlich überprüft werden, und der muss auch stets nach oben angepasst werden. Ich halte allerdings eine abrupte Anpassung auf 12 Euro für übermäßig. Natürlich soll der Mindestlohn angehoben werden, weil Arbeit muss sich lohnen. Das ist, glaube ich, bei uns in unseren Werten immanent. Und der jetzige Mindestlohn ist viel zu gering. Es war ja schon ein Kampf, den überhaupt zu bekommen. Und ein Mindestlohn von 12 Euro, wie er jetzt auch hier in der Diskussion ist, wäre mit Sicherheit eher armutsfest, wenn jemand entsprechende Stunden arbeitet, als 9,45 Euro und was der Mindestlohn letztes. Der soll erhöht werden, der muss auch, so was steht im Gesetz ja drin, immer schrittweise erhöht werden. In Ihrem Wahlprogramm heißt es, Rente muss ein Leben in Würde ermöglichen. Sie muss immer mehr sein als nur eine Armutsbekämpfung. Die Rente muss nachhaltig, sicher und solide finanziert sein. Trifft das in Ihren Augen zu? Das trifft derzeit nicht zu. Ich selber habe mich ja gerade in der Kommunalpolitik ziemlich in so Rentenfragen, die wir hier vor Ort zu entscheiden haben, das sind nur so kleine Teilbereiche, sehr intensiv eingebracht und freue mich, dass Ratingen, was so Rückdeckungen und Ähnliches angeht, schon eine ganze Menge gemacht hat. Aber in der großen Rentenpolitik gibt es das nicht. Deswegen sagt die CDU auch, wir müssen auch zu einem kapitalgedeckten Teil kommen. Ansonsten wird es nicht möglich sein, die Rente so aufrechtzuerhalten, wie sie heute ist. Und die ist im Verhältnis schon zu unseren Nachbarländern teilweise recht gering.